Graf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Tadiles Grossmann, Greta. Hören Sie den Beschuss nicht? Aha, planoucí drak. Prdelní ksicht. Za prvé, udělej krok dozadu a naser si prdelí do ksichtu! Nevím, co to na mě zkoušíte za blbý panpacifistický hrátky, ale Asie je mý teritorium, tak si klidně myslí, co chceš, ale přemýšlej. Jinak na tebe sešlu kurevsky ohňovou bouři, že se posereš. Pak můžeš kurva volat Spojený národy, aby přijali závaznou rezoluci, která mi zabrání tě rozmáčknout. Mluvím o spálený zemi, ty kokote, zmasakruju tě! Natrhnu ti prdel! To sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Musím si to srovnat. 100 Millionen. Moment. Mám lepší nápad. Místo 100 milion vám pošlu velký pěkný hovno s majonezou. A mezi tím, jako obvykle, si naser do ksichtu. To sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Through the gates of hell, as we make our way to heaven, through the Nazi lines, Primo Victoria!